Leute, bevor das Video losgeht, noch eine kleine Ankündigung. Nämlich streame ich jetzt auf Twitch mit meinem Kumpel Bob. Zusammen machen wir innovative Dinge wie Reactions. Wir erzählen Stories aus unserem Leben. Und manchmal zocken wir auch zusammen. Dinge, die man auf Twitch halt macht. Schaut gerne mit bei meinem Stream rein. Ich versuche relativ viel zu streamen in nächster Zeit. Der nächste Livestream ist morgen. Spätestens ab 18 Uhr bin ich am Start. Und dann machen wir Dinge. Mein neuer YouTube-Kanal, wo dann Livestream-Ausschnitte auch drauf landen werden, das Ganze ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Also abonniert den Kanal, dummer Idiot, und folgt mir auf Twitch. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Hallo! Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute der 15. Versuch, dieses Video zu drehen. Wir versuchen schon seit knapp einer Woche. Heute ziehen wir es durch. Wir drehen dieses Video, egal wie lange wir heute hier sitzen. Es geht weiter mit Art Attack. Ich werde wieder eine der beklopptesten Dinge, die da gebaut haben, bauen. Es klingt, als ob ich ein Haus bauen würde oder sowas. Ich werde etwas basteln. Und es wird scheiße aussehen zum Schluss. Aber wir haben Spaß dabei. Oh! Okay? Okay. Let's go. What the fuck? Wow. Wow. Wir machen jetzt einen Helm ohne Funktion. Du hast eine Faust ohne Funktion gemacht. Ja, aber die Es gibt doch nichts Schöneres als ein Motorradausflug durch unser Art Attack Studio. Aber natürlich nur mit Helm. Man kann damit mit ein bisschen Fantasie die spannendsten Abenteuer erleben. Es ist ein Helm. Es ist ein Helm. Damit kann man viel erleben. Nimm einen Fahrradhelm. Damit kann man nicht so viel erleben. Wie alt sind denn die Kinder, die sowas machen? 3 oder so. Nee, da ist man doch noch bei Kikaninchen, oder? Was für eine Brain-Kapazität hat ein 3-Jähriger? Als erstes braucht ihr dafür so einen normalen Luftballon. Und schon kann's richtig losgehen. Und dann geht die Pappmaschee-Scheiße auch schon los. Das wird so lange dauern. Warum macht er das? Wie? Bei mir sah Pappmaché noch nie so aus. So perfekt. Vor allem dieses Tutorial ist 5 Minuten lang. Aber wir werden jetzt 3 Stunden diese Scheiße machen. Och nee. Nee, lass mal. Passt perfekt. Passt perfekt. Und dann hat er so einen Kokosnusskopf auf. Voll süß. Ich benötige einen Ballon. Schatz, die Hand ist hier. Hier. Ich benötige weißen Bastelkleber. Oh. Ich benötige Wasser. Ich werde es schaffen. Ich benötige eine Schüssel. Einen Pinsel. Zeichnung, die ist hier hinten, muss ich kurz holen. Ich will einmal es schaffen, dass mein Pappmaché so aussieht wie bei dem. Und ich weiß nicht, wie der das macht. Aber auch weniger strukturelle Integrität. Weil je mehr und so, desto verwobener, desto. Verstehst du? Hm. Gut. Welche Farbe nehmen wir? Das darfst du dir selber aussuchen. Dankeschön. 12 Sekunden später. Wir wollen. Kommt das hin? Ja. So. Du Hund. Und die Aussage, dass du sagst, ich bin ein Hund. Ja, jetzt ist dicht. Stopp. Ja, genau, vorsichtig. Hast du gesehen? Ich hab's auch gesehen, hättest du es nicht 90 Grad gekippt. Ja, ich weiß ja nicht, du bist ein Blindfisch und das ist ja allgemein eine weiße Schüssel. Ich hab jetzt schon Kopfschmerzen. Die Pamela hatte ein 1er-Abi, Schatz. Da sind nur die wichtigen Dinge in der Zeitung drin. Sie ist Deutschlands erfolgreichste Influencerin. Doch Pamela Reif, 23, sieht nicht nur gut aus. Nein, sie ist auch ein schlaues Köpfchen. Ihr Abitur machte sie mit einer glatten 1,0, wie sie bei Instagram verriet. Respekt. Hat sie das nicht sogar schon bei Lanz erzählt damals? Aber ich meine, Sie haben sich auf Ihr Abitur erstmal fokussiert. Ja. Sie haben ein 1er Abitur hingelegt. Genau. Sind Zeitungen nicht für Neuigkeiten? Kein Wunder, dass man Zeitungen nur noch zum Basteln benutzt. Ja. Jedes Mal, wenn wir Pappmaché machen, muss ich erstmal über Zeitungen ranten, weil das so dumm ist. Das ist keine Neuigkeit. Wie alt ist die? Wann hat die Abi gemacht? Es folgt eine der dümmsten Unterhaltungen, die ich in meinem Leben jemals hatte. Und behaltet bitte im Kopf, wir haben beide Abitur.
Wirklich. Ich habe Abi 2015 gemacht, hat sie 2016 gemacht. Nee, ich habe 2016 Abi gemacht. Du hast ein Jahr später als ich Abi? Ein Jahr später? Du bist 3 Jahre jünger. So schlau bist du jetzt auch nicht. Das ist 2020. Ich bin 22. Vor 4 Jahren war ich dann 18. 18, dann war es 2018. Hä? Das geht nicht. Hä? Wir haben einen Fehler in der Matrix. Das funktioniert gar nicht. Ich habe mit 18 Abitur gemacht. Aber ich war 2018 18. Oder? Nee, 2016 war ich 18. Ich habe 2016 Abitur gemacht. Vor 7 Jahren oder vor 6 Jahren. Ich habe 2013 Abi gemacht? Was? Ich habe doch ein Abi-Pulli. Nein, da steht nicht 14, da steht 15. Jetzt bin ich komplett verwirrt. Du hast noch G9 gehabt. Aber warum hast du denn nur ein Jahr Unterschied mit mir? Ich weiß es nicht. Ich bin nie sitzen geblieben. Bist du übersprungen? Nee. Ich bereite das vor. Bist du bereit für Schicht Nummer 1? Weißer Bastelkleber gemischt mit Wasser und Zeitungspapierschnipsel drauf. Ich will, dass das einmal so gut aussieht wie bei denen. Ich vergesse es auch. Wir machen halt so große Lücken zwischen den Art Attack Sachen. Man kann da gar nicht besser werden. Vielleicht bist du einfach untalentiert. Vielleicht bist du einfach bin sonst schlagfertig, ich schwöre. Das machst du toll. Blöde Ziege, verarschen kann ich mich selber. Du meinst ja, du hast jede Woche einmal Art Attack gebaut. In den Kommentaren, ungelogen, 3 Leute haben das gemacht. Du und 2 andere. Niemand sonst. Oh. Papa-Ski ist halt echt schon nach kürzester Zeit Hass und Reue. Wut! Wie kann das denn da sein, dass der halbe Ballon hier noch nicht bedeckt ist? Ich hab den doch schon 5-mal komplett bedeckt. Warum ist der... Machst du schon eine zweite Schicht? Dich! Hast du die Seite vergessen? Nein! Es ist so, immer wenn ich es umdrehe, entsteht da noch eine Seite, auf der nichts ist. Wirklich! Was soll denn das hier unten schon wieder? Warum löst du dich? Was? Ich will's doch nicht so ordentlich machen wie er. Ich will's einfach fertig haben jetzt. Dieses Pappmaché. Super. Ich sitze hier, ich streiche meinen Ballon. Ich denke mir, ne? Pappmaché, sag ich, ne? Ja, doch nicht so krass. Es sieht... Oh, ich habe nicht drüber nachgedacht, wie das aussieht. Lass das Ausschneiden unbedingt einen Erwachsenen übernehmen, da das Pappmaché wirklich hart wird. Wir werden das Ganze jetzt 2,5 Stunden trocknen lassen. Ist immer noch weich. Jedes Mal unterschätzen wir das. Und dann dauert das 100 Jahre. Findest du, das war ein Beweis dafür, dass der immer noch sehr elastisch ist? Nein, der Ballon geht kaputt. Und so macht ihr einen sehr stylischen Hut. Hier ist nur 1- bis 2-schichtig. Ich habe überall 2 Schichten gemacht. Ja, man kann ja auch nicht sehen, wie viele Schichten da sind, wenn du einfach da überall... Aber auch da, wo 3 Schichten sind, ist das nicht ausreichend. Wir machen hieraus jetzt den schönsten und tollsten Art Attack Superheldenhelm, den ihr je gesehen habt. Jetzt die Form eures Helms festlegen. Warum ist das bei ihm so fest? Das ist so doof. Ich habe so ein bisschen so einen asymmetrischen Look gewählt. Das wird sehr in sein, was Helmmode angeht nächstes Jahr. Passt perfekt. Ich habe ein Afro eigentlich gemacht. Aber ich kann ja jetzt gar nicht so gut. Das hat ja keine Stabilität.
Er sieht fast so aus wie ich. Dieses Video ist verflucht. Dieses Video ist verflucht. Erst versuchen wir 5 Tage, es zu drehen. Man fühlt sich schlecht auf einmal Zeit verflogen wie sonst was. Oder irgendwie sowas. Fehlt nur noch Kamera kaputt oder so. Scheiße. Das sollte ein Stern sein. Das ist ein Hai. Ja, ja, das sollte auch ein Hai werden. Du malst wie ein Zweijähriger? Verarsch mich doch nicht so. Hier war irgendwo mal ein Dreieck. Ach, da. Hörst du nicht die Glocken? Hörst du nicht die Glocken? Ding, ding, ding. Auf unserem mega geilen Superhelden-Mega-Helm fehlt jetzt eigentlich nur noch die Farbe für die Akzente. Es wird ein sehr schöner rosa Kreis, denn dieser rosa Kreis hat Bedeutung. Er hat Geschichte. Er hat sozusagen jetzt schon ein bisschen übergemalt. Er hatte es nicht immer einfach. Er ist mal aus Versehen fast ein Ei geworden. Nee, also ich finde, so als Motorradhelm-Designer und Manufakturmensch. Manufakturmensch. Ja, die heißen so. Nee, ich würde mich da auf jeden Fall machen. Mhm. Ich glaube, das wäre der Hammer. Ich glaube, da kann ich mit meinen Ideen noch für frischen Wind sorgen. Leute, sorry. Darf ich vorstellen, die neue Helmmode aus 2021. Hier. Nein, aber das ist für 2021. Hast du noch nie die Modenschauen gesehen? Die sind nie für das gleiche Jahr. Für das Jahr 2021, man kann jetzt anfangen, den zu bestellen. Der neue Helm von Dylan White. Es tut mir leid. Ich habe es versucht. Dieses Video ist verflucht. Wirklich. Ich bin so frustriert. Ich höre jetzt auf. Ich hoffe, das Video hat dir trotzdem gefallen. Ich hoffe, du gibst dir wieder einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns auf meinem Livestream-Account auf Twitch. Schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Mein Highlights-Kanal, wo auch dann bald Highlights aus den Livestreams kommen, ist auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Wir sehen uns. Tschüss.